Das Schlafzimmer ist fast fertig. Aber etwas fehlt hier noch. Die Sockelleisten. Wie so oft werden diese beim Renovieren hinten angestellt. Vielleicht aber auch deshalb, weil es dafür etwas Zeit und eine Menge Geduld braucht. Wie auch du perfekt geschnittene Sockelleisten zu deinen Erfolgsgeschichten zählen kannst, zeigen wir dir in diesem Video. Was in keinem Fall fehlen darf, ist eine Kapp- und Gehrungssäge. Und bevor es losgeht, machen wir uns mit dem Gerät erst einmal vertraut. Bei diesem Projekt kommt eine PCM 8 von Bosch zum Einsatz. Um Sockelleisten perfekt auf Gehrung schneiden zu können, ist es notwendig, möglichst genaue Winkel zu sägen. Meistens handelt es sich um 45 Grad, rechtwinkelige Innen- und Außenecken vorausgesetzt. Wir stellen daher die Winkeleinstellung der Kappsäge auf 45 Grad und machen einen ersten Schnitt. Um zu sehen, ob der Schnitt auch wirklich passt, greifen wir zum Geodreieck und kontrollieren, ob sich die 45-Grad-Linie mit unserem Schnitt deckt. Das mag vielleicht kleinlich klingen, aber je genauer der Schnitt, desto schöner das Ergebnis. Versprochen. Auf die gleiche Weise kontrollieren wir auch den anderen Winkel. Wie erwartet ergeben die beiden Schnitte 90 Grad. Wir sind zufrieden. So lässt es sich arbeiten. Wir beginnen mit der ersten Sockelleiste beim Türstock. Der 90-Grad-Anschluss zum Stock passt schon mal. Was aber noch fehlt, ist ein Gehrungsschnitt am anderen Ende. Denn das sichert einen schönen Übergang zur nächsten Leiste. Wir drücken die Leiste an den Anschlag, lösen die Arretierung und führen das Sägeblatt durch das Holz. Dabei senken wir die Säge gleichmäßig und nicht zu schnell ab. Im nächsten Schritt bohren wir die Leiste vor, etwa alle 40 bis 50 cm und jeweils etwa 10 bis 15 cm vom Rand. Dann halten wir die Leiste an und schlagen die Stifte der Reihe nach ein. Aber nicht vollständig, denn für die letzten Millimeter verwenden wir einen Durchschlag, um den Kopf des Stiftes plan zu versenken. Den letzten Stift lassen wir vorerst aus, da wir den erst dann setzen, wenn auch die nächste Leiste passt. Nun wird gemessen. Mit dem Zollstab messen wir von der Ecke bis zum Ende der Leiste. Zuerst sägen wir ein Ende auf Gehrung. Dann messen wir für den zweiten Schnitt. Die Kappsäge ist schnell umgestellt und die Leiste durchgesägt. Wir legen sie an der ersten an. Das sieht sowohl im Übergang als auch in der Ecke gut aus. Vorbohren, hämmern und mit dem Durchschlag versenken. Moment, geht das wirklich so schnell? Und welcher Gehrungsschnitt ist eigentlich der richtige? Wir merken uns das so. Bei einer Innenecke denken wir uns eine Linie aus der Raummitte durch die Ecke in die Wand hinein und setzen eine zarte Linie mit dem Bleistift auf der Leiste. Das Einfachste ist es aber immer, die neue Leiste an die bereits montierten anzuhalten und mit dem Bleistift die Gehrung leicht zu markieren. Auf die gleiche Weise montieren wir die nächsten Leisten. Wir setzen den Gehrungsschnitt für die Ecke, messen dann den Abstand zur vorigen Leiste und sägen die Länge möglichst genau. Beim Sägen hilft es manchmal, sich langsam mit dem Sägeblatt an die Markierung heranzutasten. Also nur leicht in das Werkstück eintauchen und wenn nötig schieben wir die Leiste ein wenig nach. Ein genauer Schnitt ist wichtig, denn bei Gehrungsschnitten wirkt sich eine Ungenauigkeit viel stärker aus als bei einem geraden Schnitt. Außenecken gelingen auf die gleiche Weise. Nachdem wir auch das Abschlussstück eingesetzt haben, passen die beiden Teile perfekt zusammen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, findest du nicht auch? So macht Heimwerken Freude. Hat dir das Video gefallen? Dann freuen wir uns über einen Daumen hoch und nicht vergessen, DIY-Book abonnieren.